Ja, hallo zusammen und willkommen zu einem weiteren Teil vom Supermarket Simulator. So, seid ihr bereit für die nächste Lizenz? Machen wir gleich. Erstmal müssen wir hier wieder auffüllen. So, zweimal Klopapier, zweimal Hähnchen. Bleiche und Kartoffel. Kartoffel und Bleiche. So, Sushi groß, rotes Mehlbrot. Rotes Mehlbrot und Wodka. Wodka, Wodka, jawohl. So, machen wir mal kurz noch mal eine Rutsche hier. So, Chips und Turku. Chips und Turku. Hier, Turku. Cola, UA-Saft und Milch. Cola, UA-Saft, Milch. Cola, UA-Saft, Milch. Geschirr und Glas. Geschirr und Glas. Und Pommes und Sushi klein. Pommes und Sushi klein. Und Sushi klein. Kaufen, jawohl. Dann geht das los hier, dann geht das los. Dann können die schon mal einräumen. Nochmal Klopapier und Wodka. Was da? Rotes Mehl. Sushi klein. Sushi klein. So. Pommes. Dann haben wir hier Turku. Turku, Turku, da. Die Chips. Cola. Cola. So, Milch. Na, wo ist er? Die falsche Milch gekauft? Macht nichts, brauchen wir auch. Kartoffeln. So, die Bleiche. Und Hähnchen. Apfelsaft. So, was haben wir hier noch? Brot. Dann Sushi groß. Ich und mein Dingens, so. Mein Frosch im Hals. Upsa, komm her. Und Glasreiniger, jawohl. So, dann machen wir erstmal hier weiter. Ihre Eier. Ihre Eier, jawohl. Steaks, hier nicht Steaks, Koteletts, 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 Koteletts.
Dann scharfe Soße, Lachs. Scharfe Soße, Lachs. So, Reis und Mozzarella Pedro. Mozzarella und Pedro. So, seid ihr fertig? Jawohl. Hier alles voll. Hier brauchen wir nochmal Brot. Und nochmal Geschirr und jetzt aber Milch. Die Milch und Geschirrdinger. Jawohl. Geschirrdinger. So, und dann auf der Seite. Spaghetti Macaroni. Spaghetti Macaroni. Die beiden Susus. Susu. Und nochmal Sechsermilch und Crispy. Sechsermilch und Crispy. Dann hatten wir hier weitergemacht. Wir waren hier bei dem stehen geblieben. So, roter Kaffee, Erdnussbutter. Erdnussbutter. Roter Kaffee und noch zwei. Die beiden Öle. Die beiden Öle. So, kaufen. Bum, bum, bum. Ups, Gott, hier sieht's aus. Die latschen hier einfach drüber, ne? So, dann haben wir hier Erdnussbutter. Ich habe übrigens mal durchgeguckt, Nutella kommt auch noch. Also das. Also ich würde wirklich gerne erst anfangen zu sortieren, wenn dann irgendwie auch so von einer Sorte alles im Programm ist. Sonst fängst du 37 Mal an, ne? Und auch wenn das Ding ganz ausgebaut ist, dass du dann weißt, wie viel Platz man braucht. Und ich glaube gar nicht, dass man das schafft, beim kompletten Ausbau pro Produkt ein Regal zu haben. Das wird zu viel werden. Mozzarella. Aber da bin ich gerne mal bereit zu gucken, wie das die anderen machen, die dann pro Produkt ein Regal haben. Aber ich komme eigentlich so gut klar. Okay, es geht hier und da mal eins aus, aber nimmt jetzt wirklich nicht überhand, ne? Also, es geht. Es geht wirklich. So, dann haben wir hier Reis. Die Eier. So. Kommst du jetzt mit? Ba-ba-da-ba-da-ba-da-ba. Öl. Und nochmal Öl. Und der Fisch, jawohl. So, wir brauchen zwei Regale noch für die nächste Lizenz. Das machen wir mal erstmal. Kaufen. So, dann lass mal gucken.
Genau, die passen nämlich jetzt genau noch hier hin. Eins. Ihr seid fertig, okay. Und na komm. Zwei, so. Dann lass schnell gucken. Hier ist alles voll. Wir machen erstmal hier. So, dann brauchen wir noch mal Spaghetti, Macaroni und neues Susu. Spaghetti. Macaroni, neues Susu. Hier brauchen wir nichts. Hier nichts, hier nichts. So, dann brauchen wir schwarzen Tee und Süßes. schwarzen Tee und Süßes. Dann brauchen wir die beiden Käse, Shampoo und Kuchen. Kuchen. Shampoo. Und die beiden Käse. So. Zack, zack. Shampoo. Nochmal Susu. Macaroni. Dann Hals heute wieder. Spaghetti. Käse. Und nochmal Käse. Alles Käse hier. Kuchen, Kuchen. Und Tee. Und Süßes. So, gucken wir mal, wenn die fertig sind, ob ich dann noch was bestellen muss. Die gehen noch mal mit Kartons los, aber nur der eine, er stellt sich jetzt hier hin, er stellt sich jetzt hier hin. Und er geht auch noch mal mit dem Karton. Die haben beide einen kleinen Karton, also so einen halben viereckigen. So, er müsste Süßigkeiten in der Hand haben. Jawohl, so, dann muss ich nichts mehr von den alten Sachen bestellen. So, jetzt die nächste Lizenz. Lizenz 3,5. Jawohl. So, die nächste können wir dann erst mit Level 42 kaufen. Das heißt, wir kümmern uns dann erstmal um den Ausbau. Und das sind die drei Abschnitte. 30, also da muss ich dann 46, 47.000 sowas sammeln. Das würde ich machen fürs nächste Mal. Das sind die, als nächstes wird hier hinten ausgebaut. Die drei Abschnitte sind das. Dann geht es hier ein tiefer. So, dann gucken wir nach den, da war ja auch drei Lampen noch. Dann gucken wir nach den nächsten Produkten. Wir haben Chips, Mehl, Kartoffelpüree, Pfeffer, Reis, Brot, Puderzucker. Und ich würde sagen, nee, weil ich hier noch die Begrenzung habe. Sonst hätte ich jetzt schon mehr bestellt. So, lass mal gucken. Also wir haben den Karton,
Wir haben den Karton, den kleinen, den Karton, den. So, das ist der einzige in der Größe. Haben die anderen Chips nicht die andere Größe? Warte mal. Nee, die haben auch die gleiche Größe. So, das heißt, wir nehmen das und das. Sechs, 27. Und dann packen wir das hier hin. Dann sind die Chips auch nebeneinander. So, dann haben wir jetzt erstmal gucken. Pfeffer. Wir brauchen sechs Plätze. Ja, ich kann sowieso nicht groß sortieren, ne? Wir haben jetzt hier acht Plätze mit den neuen Regalen. Ja, muss ich erstmal durcheinander einräumen. Geht nicht anders. Ich sortiere da jetzt nichts groß um. 9 Euro, mein Gott, ist das teurer, Dollar. Teurer Pfeffer. So, den packen wir jetzt hier hin. Dann die beiden Kartons. Mal gucken, 550 Gramm Sandwich Bread Nature. Und das andere Brot, wie viel Gramm sind das? Da. Das sind auch 550 Gramm. Da hat er das gleiche Bild genommen und nur ein bisschen gequetscht. So, nochmal Mehl. Neun, 49. Dann so. Dann haben wir noch dreimal die Kartongröße. Dann nehmen wir da mal den Puderzucker. Das ist ja thematisch alles super zusammen, muss ich sagen. Ja, stell dich doch mal genau vor meine Nase. Ach, machst du schon. Alles klar. Puderzucker. Puderzucker. Hier. Da ist noch nichts, ne? Nee. Zack. Dann Kartoffelpü. 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 5,19. Und dann haben wir noch als neues nochmal Reis. Diesmal normalen Reis, würde ich sagen. Spitzenlangkorn. So, dann bestellen wir nochmal alles und dann müssen wir nochmal bis auf die Chips nochmal alles bestellen. So, also 3, 4, 5, 6, 7. Okay, das packe ich erstmal, dass die einräumen können. Brot, Mehl, das sind die Chips, die brauche ich jetzt nur noch einmal fürs Lager, genau, Puderzucker, Puderzucker. Und Kartoffelpü, upsala, renn nicht schon wieder gegen das Dingen. Und Reis und Pfeffer. So, und dann müssen wir noch mal alles bestellen, nur die Chips nicht.
Jawohl. So. Und jetzt muss ich mal gucken, wie weit die sind. Rot. Mehl. Dann Puderzucker. Weiß. Jawohl. Und Kartoffelpü. So. Gucken wir uns das mal an hier. Alles schön eingeräumt. Und die Chips. Jawohl. Gut, dann machen wir Uff. Kommen Sie rein. Wir haben neue Produkte. Gut, wir sind bereit für den Ansturm. Okay, und wenn wir dann da die drei da hinten ausgebaut haben, können wir das mal ein bisschen nach hinten rutschen. Und dann passen da neue Regale hin. Und dann geht's hier wieder. Immer im Wechsel, immer da und hier. Muss mal gucken, was dann überhaupt als nächste Lizenzen kommen. Aber jetzt dann erstmal, okay, die nächsten Lizenzen sind eh erst mit 42, aber dann sind es, glaube ich, wie drei Stück. Da müssen wir dann mal gucken. Erstmal die Ausbauten. So, dann muss ich mal gucken, kann ich die Ausbauten gleich alle drei machen? Verwaltung. Level 26, Level 31. Okay, die drei Ausbauten könnte ich schon machen. Und die Lizenzen 42, 42, genau, sind drei mit 42. Haben wir nochmal Getränke, nochmal Kaffee, nochmal Klopapier und dann nochmal Hackfleisch. Dann nochmal was für die Kühle. Dann werden wir dann auch neue Schränke brauchen. So, jawohl. Oh, die neuen Chips werden schon gekauft. Ganz normale Kartoffelchips, so. So, Puderzucker. Also wie gesagt, normalen Zucker scheint es hier nicht zu geben. Dafür Puderzucker, weißer Puderzucker in allen Varianten. Also wie gesagt, das ist ein bisschen komisch. Der Entwickler kommt ja aus der Türkei. Er macht aber die Währung aus der USA, Dollar. Und die Produkte an sich sehen mir aber stellenweise, es kann auch ein Gemisch aus allem sein, deutsch aus. Jetzt weiß ich natürlich nicht, manche Produkte, die es bei uns gibt, gibt es ja auch in den USA, aber Türkei weiß ich jetzt nicht. Wenn man jetzt hier in einen türkischen Laden geht. Wir haben hier auch einen türkischen Supermarkt, also einen richtigen großen. Der ist ja nun ja auch wie unser, aber dann doch, also sagen wir mal so die Hälfte wie unser und dann die andere Hälfte sind es dann doch wirklich total andere Produkte, wo ich gar nicht weiß, was soll das sein? Weil ich ja auch kein Türkisch kann. 50. Und auch so.
große Packung. Also wirklich riesig. Ja, okay. Also hier ist es zumindest noch so, dass die Familien da ja auch riesig sind und da braucht man natürlich eine größere Portion. So Single-Haushalte, wie es bei uns gibt. Sind da wohl in Häkchen noch nicht so üblich. Da ist immer noch Großfamilie und so weiter. Und wenn die feiern, oder dann kommen ja auch die Verwandten bis zum 10. Grad und, und weiß ich nicht. Und das bis, weiß ich nicht, bis zu welcher Generation. Also das kenne ich von uns gar nicht mehr. Na, bei uns gibt es ja wirklich total viele Singles und das auch alte Leute ganz oft alleine. Ich müsste mal Licht anmachen, ne? Das ist dann natürlich schade, ne? Und die brauchen eher so wie ich, Single, ich brauche eher kleine Portionen. Mit den Mammutportionen, Mammutpackungen kann ich nichts anfangen. Das wird ja erst schlecht, wer soll das alles essen? Und so viele Gefrierschränke und Vorratsschränke und weiß ich nicht, kannst du dir gar nicht hinstellen. Also ich kann zum Beispiel auch überhaupt nicht auf Vorrat einkaufen, ich habe überhaupt nicht einen Platz. Ich habe einen ganz kleinen Vorratsschrank, da sind dann vielleicht mal 2 Dosen Erbsen oder sowas drin. Dass ich jetzt groß, wenn was im Angebot ist, dass ich da jetzt irgendwie einen Karton oder so kaufen könnte, müsste ich ja einen Keller ausbauen. Oder mir eine Garage mieten oder was. So. Und dann spart man auch wieder nicht, ne? 50, 72. Und ich habe auch das Gefühl, desto älter man wird, desto weniger isst man. Also das ist zumindest bei mir so. Wenn ich mir überlege, was ich auch als Frau, als Teenager im Wachstum, im wahrsten Sinne des Wortes gefressen habe. Und dann auch nicht zugenommen habe dabei. Heute muss ich es nur angucken. Naja. So, es ist 9 Uhr. So, Kaffee. 10, 10, 10, 10. Na, wie gesagt, auf jeden Fall. Ich bin jetzt halt darauf gekommen, weil so einige Sachen, guck mal, das hier ist zum Beispiel eindeutig, ne? Kaufland. So Fässer habe ich jetzt so bei uns noch nicht gesehen. Auch Tee in Dosen habe ich bei uns nicht gesehen, aber so hier, da kommen ja noch andere Sachen. Nee, also so mal schon mal gar nicht, ne? Wir nehmen jetzt mal Cent, so wie sich das gehört. Auch das, diese Tuben findest du bei uns. Auch hier, ja, der. Wo war denn das? Ja, okay, Pfeffer findest du bei uns so nicht, aber vielleicht hat er auch keine anderen Bilder gefunden. Kann auch sein. Irgendwann kommt nochmal, wo ist denn der Reiniger?
Wie gesagt, das ist doch eindeutig Meister Popper hier. Und auch das hier, ne, so. Auch die Milch und so. Aber da kommen noch andere Produkte, da ist wirklich Onkel Benz, siehst du da raus? Ist natürlich, heißt natürlich anders hier. Also das, ich weiß gar nicht, ob es diese deutschen, die deutschen Produkte so in der USA gibt oder in der Türkei. Ich weiß es nicht. Aber ich finde diese Bilder auch wunderschön, diese Produktbilder. Ist auch kein Standard, ne? Also, dass du das jetzt schon mal in irgendeinem anderen Spiel gesehen hättest. Finde das richtig schön mit Liebe okay, so, ich glaube, es sind nur noch die Einräumer da. Dann würde ich sagen, ich warte dann wieder, bis sie fertig sind mit Einräumen. Und dann muss ich ganz viel, viel, viel vorspielen, bis ich da knapp 45.000 bis 50.000 habe, um die drei Ausbauten machen. Also das spiele ich mindestens 15, 16 Tage. Da muss ich mal sehen. Weil ansonsten passiert jetzt nichts. Ich kann jetzt keine Lizenzen mehr holen, da müssen wir auf Level 42 warten. Ja, und das heißt, es ist jetzt sowieso nur Geld scheffeln. Und da, wie viel Parts soll ich euch denn da nur Geld scheffeln zeigen? Das ist ja langweilig. Im Stream wäre es was anderes, ne? So, ihr Lieben, dann beende ich den Teil hier für heute. Ich sage vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich würde mich über ein Däumchen nach oben freuen. Und dann sage ich ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.